Computer heißt ja nichts weiter als Rechner und genau das macht er auch bloß. Egal was er gerade macht, euch ein Video ansieht, wie jetzt gerade, ob er einen Brief schreibt oder einfach nur ein bisschen herumdaddelt, auf der untersten Ebene, der Prozessorebene, wird nur mit Zahlen jongliert. Im ersten Teil Grundlagen der Rechentechnik beschäftigen wir uns nicht so sehr mit dem Wie, sondern mehr damit, warum der Computer so funktioniert, wie er funktioniert. Dabei möchte ich, dass wir uns mal in die Lage der Entwickler der elektronischen Rechentechnik hineinversetzen und versuchen, ihre Gedankengänge nachzuvollziehen. Herzlich willkommen auf Technik selbst erlebt, eurem Bildungsfernsehen auf YouTube. Warum digital, lautet ja die Eingangsfrage. Kann man dann auch analog rechnen? Klar, das geht. Der Operationsverstärker stammt aus der Zeit der Analogrechner. Mit ihm kann man addieren, subtrahieren, integrieren, differenzieren und vieles mehr. Einige Aufgaben erledigt so ein Analogrechner sogar besser als ein digitaler. Wer sich mit Mathematik ein bisschen auskennt, der weiß, dass nicht jede Integralgleichung einfach so lösbar ist. Ein Digitalrechner muss sich mit hunderten Programmschritten von beiden Seiten immer mehr dem Ergebnis annähern. Bei einem Analogrechner liegt das Ergebnis in Echtzeit vor. Nun darf man sich so einen Analogrechner aber nicht vorstellen wie der Computer zu Hause. Eine Trennung zwischen Hardware und Software gibt es nicht. Das Programm wird über die Verdrahtung festgelegt. Das heißt natürlich, so ein Analogrechner kann immer nur eine Aufgabe erledigen. Aber das kann er dann sehr gut. Und das Programm kann nicht abstürzen. Die Ausgangsfrage zielt aber eigentlich in eine etwas andere Richtung. Warum rechnet ein Computer anders, als wir es gewohnt sind? Wir sind aufgewachsen mit dem Dezimalsystem. Ein Zahlensystem mit 10 Ziffern, 0 bis 9, aus denen wir dann alle Zahlen zusammensetzen. Ist das jetzt ein Naturgesetz, dass wir mit dem Dezimalsystem rechnen müssen, oder ist das eine willkürliche Festlegung? Natürlich gibt es auch andere Möglichkeiten. Aber es hat was mit der Natur zu tun, denn womit haben die Menschen wohl angefangen zu zählen? Na, mit ihren 10 Fingern. Man zählte die Finger ab, merkte sich, wenn man einmal durch war, und fing dann wieder von vorne an. Wären wir mit nur 8 Fingern auf die Welt gekommen, würden wir heute wahrscheinlich mit dem Oktalsystem rechnen. Und das wäre das Normalste von der Welt für uns. Es ist alles nur eine Frage der Gewöhnung. Ich habe hier mal eine Zahl auf ein kariertes Blatt Papier geschrieben. Schön ordentlich jede Ziffer in ein Kästchen. Jedes dieser Kästchen würde in einem elektronischen Rechner für eine Speicherzelle stehen, die die Ziffern 0 bis 9 darstellen müsste. Oder technisch gesprochen, sie müsste 10 verschiedene Zustände annehmen. Wie könnte man sowas realisieren? Na, zum Beispiel mit einem Kondensator. Keine Ladung bedeutet 0, 1 Volt wäre die 1, 2 Volt die 2, 3 Volt die 3 und so weiter. Da stoßen wir aber schon auf das erste technische Problem. Die Spannung so genau zu stabilisieren, wäre ein immenser technischer Aufwand. Die kleinste Spannungsschwankung würde schon zu Fehlern führen. Noch schwieriger ist es, die Daten für längere Zeit zu speichern. Der Kondensator würde sich nach dem Ausschalten relativ schnell entladen. Wie hat man über Jahrzehnte Daten abgespeichert? Nun zum Beispiel auf magnetischen Datenträgern wie Disketten, Festplatten oder Magnetstreifen. Wir müssten also das Magnetfeld in 10 verschiedenen Stärken auf den Magnetdatenträger aufbringen. Leider funktioniert das so auch nicht, denn auch dieses Magnetfeld lässt mit der Zeit immer mehr nach. Es ist sogar noch viel schlimmer. Die Stärke des Magnetfelds hängt ja nicht nur davon ab, wie viel Strom ich durch meinen Schreibkopf schicke, sondern auch von der Beschaffenheit der Magnetschicht. Das heißt, bei einer Diskette von einem anderen Hersteller oder nur eine Diskette aus einer anderen Charge würde direkt nach dem Beschreiben schon unterschiedliche Werte ergeben. Wie will man da noch vernünftig irgendetwas auslesen können? Das funktioniert so nicht. Was sich aber relativ einfach darstellen lässt, das wären 2 verschiedene Zustände. Zum Beispiel Spannung da, Spannung weg. Wir könnten jetzt einen Bereich definieren, zum Beispiel von 0 bis 0,8 Volt. In dem Bereich würden wir das als 0 werten. Und alles, was über 2 Volt bis hin zur Betriebsspannung ist, das wäre unsere 1. Dazwischen gibt es natürlich einen verbotenen Bereich
wo dann auch wieder nicht ganz sicher wäre, welcher Wert gemeint ist. Aber den technisch zu vermeiden, das wäre relativ einfach möglich. Wie wäre es mit der Speicherung? Nun, so ein Magnetfeld, das hat nicht nur eine bestimmte Stärke, sondern auch eine Richtung, einen Nord- und einen Südpol. Wir müssten jetzt einfach nur die Polarität umdrehen, je nachdem, welche Ziffer wir meinen. Und selbst wenn sich das Magnetfeld nach langer Zeit halbieren würde, würden wir immer noch sicher diese beiden Zustände unterscheiden können. In der Anfangszeit der Rechentechnik hat man Lochstreifen oder Lochkarten benutzt. Die Lochkarte, ja, entspricht quasi unserem karierten Blatt Papier. Jedes Kästchen eine Speicherzelle und da ist dann entweder ein Loch oder kein Loch. Würden wir das Ganze dezimal machen, dann müssten wir 10 verschiedene Lochgrößen unterscheiden können. Da stellt sich die Frage, ist es dann auch möglich, mit nur 2 Ziffern auszukommen und zu rechnen? Um das zu klären, sehen wir uns mal an, wie unser Dezimalsystem funktioniert. Wir beginnen zu zählen mit der 0, dann 1, 2, 3 und so weiter. Und bei der 9 sind unsere Ziffern aufgebraucht. Was machen wir jetzt? Nun, wir fangen wieder von vorne an mit der 0 und merken uns an einer zusätzlichen Stelle, dass wir einmal durch sind. Dann zählen wir wieder durch bis zur 19, müssen dann wieder mit der 0 weitermachen und erhöhen die zweite Stelle um 1. Das läuft jetzt so weiter bis zur 99. Jetzt sind bei beiden Stellen die Ziffern aufgebraucht. Wir setzen beide auf 0 und beginnen wieder von vorn und brauchen jetzt eine dritte Stelle. Wie würde das jetzt aussehen in einem Zahlensystem mit nur 2 Ziffern? Machen wir mal das Gleiche. Wir zählen 0, 1, Ende. Was haben wir gemacht, wenn uns die Ziffern ausgehen? Wir fangen wieder von vorn an und führen eine zusätzliche Stelle ein. Dann haben wir die 1, 0, das nächste wäre die 1, 1 und schon haben wir die gleiche Situation wie im Dezimalen bei der 99. Beides beginnt wieder von 0 und wir brauchen die dritte Stelle. 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1 und schon wird die vierte Stelle fällig. Wir sehen, dass unsere Zahlen relativ schnell sehr lang werden. Denn das, was uns an Ziffern fehlt, müssen wir mit Stellen ausgleichen. Im Prinzip funktioniert das aber genauso. Jede dieser Ziffern steht für eine Speicherzelle, die dann 2 Zustände bloß noch annehmen muss. Eine so eine Speicherzelle nennt man ein Bit, das ist die kleinste Informationseinheit in der EDV. 8 solcher Stellen, also 8 Bit, ergeben ein Byte. Wenn man irgendwo Angaben liest über Speicherkapazitäten oder Datentransferraten, und da steht irgendwas von MB, dann sollte man wirklich genau hinsehen, ob da Megabit oder Megabyte gemeint sind, denn das ist immerhin ein Faktor von 8. Normalerweise wird immer, wenn man von Bit redet, das B klein geschrieben und bei Byte groß, aber nicht jeder hält sich daran. Was ist denn nun die größte Zahl, die wir in einem Byte Speicherplatz unterbringen können? Nun, die größte 8-stellige Binärzahl ist eine Zahl mit 8 Einsen. Wie bekommen wir jetzt raus, was das für eine Zahl ist? Da sehen wir uns mal wieder an, wie wir es im Dezimalen machen. Jede dieser Stellen hat eine bestimmte Wertigkeit und die entspricht einer Zehnerpotenz. Die rechte Stelle, das wäre die 10 hoch 0. Eine Zahl hoch 0 ist immer 1, also das ist die Einerstelle. Die zweite, die 10 hoch 1, eine Zahl hoch 1 ist immer die Zahl selbst, das ist also die Zehnerstelle. Dann die Hunderter, Tausender, Zehntausender. Jetzt multiplizieren wir nur noch den Inhalt dieser Stelle mit der Wertigkeit und rechnen alles zusammen. 4 mal 10.000 sind 40.000, 1 mal 1.000 sind 1.000, 0 mal 100 ist 0, 5 mal 10 ist 50 und 6 mal 1 ist 6. Macht zusammen 41.056. Das hätten wir natürlich sofort auf einen Blick gewusst, denn im Dezimalsystem haben wir den Zahlen Namen gegeben. In den anderen Zahlensystemen haben die Zahlen für uns keine Namen. Um zu verstehen, was das für eine Zahl ist, müssen wir sie ins Dezimalsystem übersetzen. Und das machen wir im Grunde genommen genauso. Der Unterschied ist nur, dass jetzt unsere Wertigkeiten der einzelnen Stellen nicht die Zehnerpotenzen, sondern nur die Zweierpotenzen sind. Die rechte Stelle, die 2 hoch 0, ist wieder die Einerstelle. Dann kommt die Zweierstelle, die Vierer, die Achter, 16, 32, 64, 128.
Multiplizieren wir es wieder aus. Einmal 128 plus einmal 64 plus einmal 32 plus 16 plus 8 plus 4 plus 2 plus 1 macht 255. In einem Byte Speicherplatz bringen wir also die Zahlen zwischen 0 und 255 unter. Im Dezimalen bräuchten wir dafür nur 3 Stellen. Vielleicht hat sich der eine oder andere ja schon mal gefragt, warum Speicherkarten in so krummen Werten angeboten werden, zum Beispiel 64 GB. Warum nicht 50 oder 100? Das wäre doch eine glattere Zahl. Im Binärsystem ist die 64 gar keine krumme Zahl. Die glatten Zahlen im Dezimalsystem, das sind die Zehnerpotenzen, die 10, die 100, die 1000 und so weiter. Im Binärsystem sind das die Zweierpotenzen, die 2, die 4, 8, 16, 32, 64. Für die Darstellung von Speicherinhalten oder beim Programmieren sind diese langen Binärzahlen ziemlich sperrig und unhandlich. Darum hat man überlegt, wie man die Zahl der Stellen wieder verringern kann. Für unser neues Zahlensystem kommt als Basis aber nur eine Zweierpotenz in Frage, damit die Stellensprünge genau an den gleichen Stellen sind wie im Binärsystem. Jetzt könnten wir dafür das Oktalsystem zum Beispiel nehmen. Man hat sich aber darauf geeinigt, das Hexadezimalsystem mit der Basis 16 zu benutzen. Wir haben jetzt also ein Zahlensystem mit 16 Ziffern. Sehen wir uns wieder an, wie das funktioniert. Wir zählen durch und bei der 9 haben wir jetzt ein Problem. Wir müssen bis 15 weiterzählen, haben aber keine Ziffern mehr. Deshalb hat man sich geeinigt, dass man jetzt einfach mit Buchstaben weitermacht. Das A steht für die 10, das B für die 11 und das geht dann bis zum F für die 15. Jetzt geht es wieder weiter, indem wir mit der 0 wieder anfangen und eine zusätzliche Stelle davor setzen. So, das Spiel kennen wir jetzt schon. Die höchste zweistellige Zahl, das ist FF. Und ab da kommt dann die dritte Stelle, 100. Was ist denn jetzt die höchste zweistellige Zahl, das FF, für eine Zahl? Na, wir wissen ja jetzt inzwischen, wie das geht, wie wir das rauskriegen. Die Wertigkeiten der beiden Stellen, das ist die 16 hoch 0, also die 1er Stelle wieder, und die 16 hoch 1, die 16er Stelle. Jetzt multiplizieren wir das wieder aus. 16 mal F. F ist 15, also 16 mal 15 ist 240. Und 1 mal F, also 1 mal 15, macht zusammen 255. Wir können jetzt also ein Byte Speicherinhalt mit nur 2 Stellen darstellen. Wir haben unsere langen Binärzahlen auf ein Viertel reduziert. Ganz einfach, weil wir als Basis die 2 hoch 4 genommen haben. Obwohl das Hexadezimalsystem bevorzugt wird, gibt es in höheren Programmiersprachen die Möglichkeit, alle drei Zahlensysteme zu benutzen. Um Irrtümer zu vermeiden, muss man deswegen immer angeben, mit welchem Zahlensystem man gerade arbeitet. Hätte ich am Anfang gefragt, was ist das für eine Zahl, hätten die meisten wohl gesagt, das ist eine 10. Jetzt müssen wir da etwas genauer sein. Das ist eine 10 im Dezimalsystem. Es könnte aber auch eine binäre 2 sein. Oder die 16 im Hexadezimalsystem. Ich hoffe, jetzt ist einigermaßen klar geworden, warum es aus heutiger Sicht keine Alternative zum binären Rechnen geben konnte und warum die Entwicklung zwangsläufig in die Richtung gehen musste. Wie wir diese Werte im Computer verwenden und wie die einzelnen Komponenten prinzipiell in einem Mikrorechner zusammenarbeiten, darum kümmern wir uns das nächste Mal.